So, und wir sind. Oh, doch nicht so viel. 38.000. Gut, die Nachtschicht ist anscheinend doch nicht so teuer. Freut mich natürlich umso mehr. Das sollten wir eigentlich wieder reinkriegen in der Normalschicht. Komplizierte Diagnose. Okay, das versuchen wir einfach mal. Photophobie, Sehtrübung, rote Augen. Was machen wir denn da einmal? Machen wir mal das hier einmal. Eventuell können wir auch den Arzt einmal wechseln, ne? Aber die sollte eigentlich gar nicht so schlimm sein. Dann machen wir dann direkt danach eine Differentialdiagnose. In der Hoffnung, dass das so ein bisschen was gebracht hat. Huch, einmal kurz geblockt. So, der kollabiert, der Kollege hier. Einmal den hier. Und dann würde ich aber gerne wieder zur Leonie springen. Haben die Untersuchungen was gebracht? Leider nicht. Es wird gerade eine mikrobielle Kultivierung durchgeführt. Eventuell ist das die Untersuchung der Untersuchungen. So, wir sind fast wieder im Plus. Das ist sehr schön. Ja, das Ansehen ist vom Wechsel der Nachtschicht auf der Normalschicht immer ziemlich down. Ganz oben ist das am meisten der Fall. Wahrscheinlich, weil es hier wirklich zu hässlich ist. Ja, gehe ich mit, dass es hier hässlich ist? Ich glaube, gut, hier ist, sind eigentlich ein paar Blümchen. Also, was ist denn in der Orthopädie los? Könnte denn hier so der Indikator dafür sein? Unruhige Nacht, gelangweilt, aber eher nur eins. Hässliche Umgebung, okay. Verärgert, gelangweilt. Gut, dann müssen wir hier tatsächlich noch ein bisschen alles schicker machen. Die Frage ist, wie machen wir das? Wir haben noch hier ein paar Blümchen oder kann man noch anderweitig was schicker machen? Wir könnten hier irgendwie versuchen, vielleicht noch, ja, noch mehr Blumen hinzuhauen. Ich weiß nicht, ob wenn man die Böden ändert in einer schickeren Farbe, ob das auch die Umgebung schicker macht. Sauber ist es hier allemal. Also Helen Schmidt mit einer falschen Diagnose zurück. Okay. Ah, Flatulenzen. What the fuck? Abdominale Schmerzen. Machen wir mal ein CT bei der Kollegin. Versuchen wir es mal weiter. Ja, jetzt ist das Ansehen auch wieder auf 4 Sterne. Ne? Das ist halt wirklich nur vom Wechsel von der Nacht auf die Normalschicht. Das könnte tatsächlich der Fall sein. Wir sind wieder im Plus. Das heißt, wir nutzen dieses Plus mal oder diesen Überschuss einfach mal, bevor wir wieder Minus sind, um zu investieren, nämlich in Schönheit, wenn man das so sagen kann. Hier so ein paar Pflänzchen rein. Vielleicht, ja, was könnte man denn machen? Oder vielleicht, bevor wir es schicker machen, einen Personalraum bauen. Machen wir mal hier oben. Ich bin am Überlegen, hier vielleicht ganz oben auch so eine Kantine hinzubauen, so eine Personalkantine. Wir haben bislang nur eine. Die ist ja ein bisschen weiter unten. Ich glaube, die müsste im zweiten Geschoss sein. Ja. Ja, genau, die ist ja im zweiten Geschoss. Und ich bin am Überlegen, hier ganz oben auch eine hinzubauen. Dann ist das vielleicht ganz gut verteilt. So, wir bauen hier erstmal eine kleine Tür hin. Und dann schauen wir mal, was wir hier hinbauen können. Esstisch, okay. Ah, machen wir mal so einen Esstisch hier so an der Wand. Stuhl, 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 Stuhl. Das passt. Dann auf jeden Fall ein Sofa. Einen kleinen Schrank mit Schubläden. Machen wir zwei hier hin. Ein Fernseher, wie viel kostet denn der? 200 ist auch relativ günstig, den können wir ja eigentlich hier hinhauen. Ein Bücherregal kriegen sie. Dann bauen wir hier auch nochmal ein Sofa hin. Wie viel kostet denn das Sofa überhaupt? 300. Das Sofa ist teurer als ein Fernseher. Ist das normal? Ich habe keine Ahnung. Kaffeemaschine wäre auch nicht schlecht, ne? Machen wir hier so einen Edelstahlschrank. Eine Art Küchenzeile. Mit einer Kaffeemaschine. Zack.
und so eine Laborspüle. Und dann bekommen sie hier noch ein, zwei Schließfächer. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Ich glaube, das sollte ausreichen. Ja, sollte erstmal ausreichen. Mehr brauchen wir hier, glaube ich, erstmal nicht. Vielleicht könnten wir hier noch einen Wasserspender hinbauen. Und ein paar Pflänzchen. Pflanzen sind immer gut. Hier auf jeden Fall eine. Das passt doch ganz gut. Und hier so am Rand eine schöne Top-Pflanze. Und dann können wir mal gucken, ob wir hier vielleicht auch so ein paar Pflanzen hinbauen können. Vielleicht auch so ein paar Bänke oder so. Also Bänke fördern jetzt nicht unbedingt die Schönheit, glaube ich. Weiß halt nicht, ob so Schilder auch die Schönheit verbessern. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Kürbispflanze. Wir machen, also ich, so was anderes als Pflanzen wüsste ich jetzt nicht, was wir machen können. Oder ist halt Schönheit nicht unbedingt Flur, sondern vielleicht auch die Arzträume, ne? Das könnte natürlich auch sein, dass die hässlich sind. Vielleicht bauen wir hier auch einfach mal so ein paar Dinger hin. Vielleicht Poster und sowas. Vielleicht nicht unbedingt da, wo es nicht sichtbar ist. Hier vielleicht. Na, die sind, muss man echt sagen, die Räume sind halt wirklich nicht schick, ne? Aber die tun halt ihren Zweck. So, ich würde sagen, das sollte erstmal ausreichen. Schwimmen wir mal ein bisschen vor. Ich hoffe, dass sich das Ganze dann so ein bisschen legt in der Orthopädie. Die Pathologie, die könnten wir theoretisch auch ausbauen, beziehungsweise einmal fertig machen. Den Personalraum, weil der ist nicht so groß, die brauchen dann nicht so viel drin, ist ja auch nicht so viel Personal. Hier kommt auf jeden Fall so ein kleiner Esstisch hin, da reicht ein kleiner ein Stuhl und zwei Stühle, wobei das passt glaube ich so nicht. Müssen wir tatsächlich so machen, leider. Also an die Wand bitte, und dann hier auch noch. Ich weiß nicht, ob die den nutzen, weil hier kein Pfeil ist. Deshalb lassen wir das einfach mal. Die bekommen hier auch eine Laborspüle und so einen kleinen Edelschrank, Stahlschrank mit einer Kaffeemaschine. Der Standard auf jeden Fall. So ein kleiner Kaffeetisch. Und ein Sofa auf jeden Fall zum Entspannen. Aber die bekommen keinen Fernseher. Ich glaube, ein Fernseher, das wäre jetzt ein bisschen too much. Kommen hier so ein kleines Bücherregal. Können sowas lesen und... Ja, komm, Wasserspender kriegen die auch noch. Sind wir mal so gütig. So gütig. Ach ja, ein Schließfach wäre auch ganz angebracht. Ja, das passt doch. Schrank, so ein Hängeschrank wäre, glaube ich, ganz cool. Hier so. Jawohl. Wasserspender haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Kühlschrank. Ah, okay, einen Kühlschrank könnten wir hier noch hinbauen. Die Frage ist, dann müssten wir das hier einmal weg. Ah, ich glaube, so ein Wasserspender im Personalraum ist jetzt nicht unbedingt nötig, ne? Das heißt, den können wir hier eigentlich auch einmal wegmachen. Dann machen wir hier einmal den. Machen wir das mal so. Zack, zack, zack. Und hier einmal der Kühlschrank. Kühlschrank ist wichtiger für so einen Personalraum. Sollte jetzt erstmal hoffentlich passen. Dann hätte ich hier jetzt gerne auch noch so eine schicke Pflanze. Komm, die kriegen Kaktus. Auch. Dann sollte das erstmal hinpassen. Komm, wir hauen hier mal irgendwie in den Arztzimmer noch Diplome ran. Und hier nicht. Ja, aber das ist alles so gelb. Gelb heißt für mich nicht betrachtbar oder so. Ich nicht so geil. Ah, doch, hier könnten wir es machen. Das ist richtig rum gewesen. Ja, ist richtig rum. Sehr gut. So, der bekommt ein Diplom. Ansonsten können wir hier vielleicht noch ein paar... Ja, so... Was ist denn gut für Orthopädie? Passt hier nichts wirklich. Hier Tennis-Ellbogen. Das ist doch gut für Orthopädie.
Können wir einmal hier hinbauen oder hinklatschen. Einmal hier. Können die Patienten sich so ein bisschen schlau lesen. Zack. So, sollte erstmal hinhauen oder hinreichen. Ja, ich würde halt gerne den Boden so ein bisschen schicker machen. Ne? Die Böden sind auch nicht so wahrlich. Das Gelbe vom Ei, weißer Boden. Zack. Wobei für den Personalraum wäre ganz nice vielleicht so eine etwas andere Farbe. So komplett blau. Ja, machen wir mal komplett blau und in der Orthopädie machen wir es mal komplett rot. Zack. Und die Wand machen wir auch mal so ein bisschen anders. Schicke Holzstreifen, komm. Müssen wir es vielleicht eher so machen, damit wir dann auch sehen, was wir machen. Zack, oder auch nicht. Jawohl, dann müssen wir das Ganze einmal drehen. Ah, das ist natürlich, das finde ich ein bisschen doof wirklich gemacht, dass man halt wirklich ständig drehen muss, damit man auch wirklich alle Wände... Gut, man hat dann wirklich individuelle Freiheiten, das so gestalten, zu, wie man möchte. Aber gut. Ist halt ein bisschen aufwendig. Macht man dann auch irgendwie nicht immer. Kann man aber mal machen. So. Dann sollte das jetzt erstmal hinhauen. Ich habe auch keine Ahnung, ob das was an dem Aussehen ändert. Da bin ich komplett raus. So, das sollte erstmal passen alles. Kommen wir erstmal wieder zurück in unsere normale Ansicht. Wie war sie denn nochmal? So. Gut, dann würde ich sagen, drücken wir mal wieder auf Play. Mit der Hoffnung, dass sich hier dann so ein bisschen was tut. 5 Sterne insgesamt wäre schon ganz cool. Aber Ansehen mit 4 Sterne bin ich auf jeden Fall zufrieden. Patient mit falscher Diagnose kehrt zurück. Helen Schmidt, das hatten wir, glaube ich, ne? Was wird denn mit ihr gemacht? Machen wir einmal das hier. Okay, ja, 4 Sterne, läuft doch und keine unbehandelten Patienten, das ist sogar noch besser. Ich würde gerne auch langsam meine Kredite abbezahlen, aber das sage ich auch schon seit gefühlt 50 Folgen. So, Sandra Peach, Dehydration, okay, einmal bitte körperliche Untersuchung, abdominales Abtasten, das wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Oder doch? Ja, so ein bisschen hat das was gebracht. Also wir haben auf jeden Fall schon die Diagnose, sie muss zur inneren Medizin, aber dadurch, dass sie kollabiert, können wir sie nicht verlegen. Aber wir wissen zumindest, was sie hat, das ist sehr gut. Das heißt, wir können sie auf jeden Fall einmal ignorieren. Ich denke mal, das kriegen unsere Ärzte hin. Und wir haben 75 behandelte Patienten, das ist sehr, sehr gut. Das läuft doch sehr, sehr gut. Also dieser Tag ist mega gewesen. Hoffen wir mal, dass es erstmal so bleibt. Behandeln 90 Patienten werden wir leider nicht hinkriegen. Obwohl wir nur 73 kriegen. Achso, das sind dann die Notfallpatienten, die dann noch zusätzlich kommen. Ja, 77 Behandelte. Okay, das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich schau mal ganz kurz, wie es hier aussieht. In der Notaufnahme. Ja, 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 alles frei. Also, ich denke, das hat Sinn gemacht, dass wir ein bisschen Personal aufgestockt haben. Mitarbeiter hat Erfahrung gesammelt. Sandra Hetzler ist jetzt Hausmeister. 152. Ja, wir müssen halt auch wirklich, das hatte ich ja schon, glaube ich, in der letzten Folge erwähnt, gucken, ob wir ein bisschen Personal neu einstellen, die jetzt wirklich oft an Erfahrung gesammelt haben, weil die verdienen ja, glaube ich, dann auch automatisch mehr Geld. Ja, und das tut dann natürlich weh am Ende des Tages, so wie hier, wie wir sehen. So, hier haben wir jetzt wieder die Pathologie und die Notaufnahme. Was war denn in der Pathologie schon wieder los, verdammt? Die haben doch jetzt hier so einen schönen Aufenthaltsraum. Vielleicht ist es denen hier immer noch zu unschick. Ich habe keine Ahnung. Aber gut, jetzt, das legt sich. Ja, ja, ja. Guck mal, 5 Sterne, Notaufnahme. Orthopädie ist immer noch nicht und die Pathologie leider auch noch nicht. Keine Ahnung. Was könnte man denn hier noch machen?
Hässliche Umgebung, ja. Umgebung ist hässlich und unbeaufsichtigt. Was? Also das könnt ihr mir gerne auch mal schreiben oder beantworten. Was ist, wie kann man dieses unbeaufsichtigt? Das ist ja doch relativ viel mit vier. Wir haben, glaube ich, nur vier Personal, also in der Summe, ne? In der Früh- und Spätschicht. Und die sind alle unbeaufsichtigt. Was heißt das? Keine Ahnung. So, um die Patricia kümmern wir uns gleich mal. Ich würde erstmal, obwohl können wir jetzt schon mal machen. Offenes Schädel-Hirntrauma. What the fuck? Da wird sie mit Sicherheit eine offene Kopfwunde haben. Oder haben wir da noch andere? Also entweder, ja, Schädelbasisfraktur. Also wir müssen hier auf jeden Fall eine körperliche Untersuchung schon mal machen und dann CT. Bitte. Genau, also da könnt ihr mir gerne weiterhelfen. Was heißt unbeaufsichtigt? Wie können wir das beheben? Und die hässliche Umgebung, ob es da vielleicht auch eine schnellere oder bessere Methode gibt, statt einfach nur Pflanzen zu platzieren. So, dann will ich mal in Orthopädie auch nochmal gucken, was da los ist. Wahrscheinlich auch hässliche Umgebung. Bedürfnisse kritisch, unruhige Nacht. Ja, und gelangweilt auch. Hässliche Umgebung, 12 Mal. Konnte keine Hände waschen und deprimiert. Wieso konnten die keine Hände waschen? Wir haben doch hier Laborspülen überall. Laborspüle, Laborspüle. Hier könnten wir vielleicht noch eine. Ja, wenn wir Geld hätten, ne? Hier könnten wir vielleicht noch eine Spüle hinbauen. Weiß nicht, ob wir. Ja, eigentlich theoretisch könnten wir hier auch eine Spüle hinbauen, ne? In den. Normal, in den Stationen. Ah, muss man mal schauen. Ein bisschen kann man vielleicht noch hinbauen, aber im Großen und Ganzen sollte das Ganze aber ja schon relativ gut passen. Und wir bekommen jetzt 94 Patienten in der Summe, weil eine benachbarte Klinik renoviert. Das heißt, wir bekommen für diesen Tag 94 Patienten. Das ist mega und somit könnten wir unser Ziel hier erfüllen. Das spielt uns natürlich jetzt in die Karten. Okay, sie kollabiert hier schon wieder. Die müssen wir jetzt dringendst. Okay. Das war nicht gut. Das ist schon mal der erste Patient, der mir hier unbehandelt ist. Das ist nicht so geil. Ist das für 2 Tage? Okay, wir haben 2 Tage Zeit, jetzt wirklich so viele Patienten wie möglich zu behandeln. Okay, das wird sportlich. 94. Gut, es kommen dann noch Notfallpatienten rein. Das könnte dann vielleicht bis auf die 100 hochgehen, wenn wir Glück haben. Das heißt, wir haben ungefähr 10 Patienten Puffer, die wir nicht behandeln können. Ja, mal schauen. Hoffe ich mal, dass das klappt, weil dann haben wir dieses Ziel auch erfüllt und haben das letzte der Nichtversicherten. Das ist ja, glaube ich, dieses Ziel der Nichtversicherten, genau. Und dann ist, glaube ich, noch eine Aufgabe übrig. Und dann haben wir die auch erstmal durch. Sehr geil. Sehr, sehr gut. Dann warten wir einmal die Obduktion der Kollegin hier raus. Also ich vermute, dass es halt eins von den dreien ist. Schädelbasis, Tachykardie oder was auch immer. Oder alles, ne? Kann auch alles sein, ja. Ja, waren beide sogar, tatsächlich. Hätten wir vielleicht sogar gleich behandeln sollen. Na gut, haben wir ein bisschen Geld bekommen, ist dann halt so. Dafür haben wir ja die Obduktion, dass wir nicht ganz leer ausgehen, wenn Patienten sterben. Klingt hart, ist aber so. An dieser Stelle würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs Dabeisein. Nächste Folge kümmern wir uns darum, wirklich so viele Patienten wie möglich zu behandeln. Da werden wir wahrscheinlich in den Arztmodus wechseln, damit wir wirklich schnell vorankommen und die Patienten wirklich so schnell wie möglich behandeln können. Weil das dann auch die Ärzte so ein bisschen auslastet, vermute ich jetzt einfach mal. Aber das alles, wie gesagt, in der nächsten Folge. Und ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Danke für die ganzen Tipps mal wieder. Und bis dahin. Ciao.